Willkommen zu einer neuen Woche im Journal, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie hatten trotz des immer wieder wechselnden Wetters ein schönes, langes Wochenende und starten jetzt mit mir gemeinsam in eine neue, spannende Woche. Rallye. Vier Amtszeller fahren während der Baltic Sea Rallye 7500 Kilometer durch Skandinavien. Rasant. Beim ZF Race Camp bereiten Studententeams sich und ihre Autos auf die Rennsaison vor. Außerdem Favoritensieg. Der SSV Ulm gewinnt nach 21 Jahren wieder den Verbandspokal. Und abwechslungsreiches Wetter. Es ist sonnig, doch gelegentlich kann es Gewitter geben. Anders als ursprünglich geplant hat die Stadt Weingarten die Badesaison im Freibad am Samstag nicht eingeläutet. Weshalb die Eröffnung verschoben wurde und wie es in den anderen Freibädern in unserer Region aussieht, Rahel Krömer fasst das für uns zusammen. Das Badebänkle für die Personen, die ins Freibad in Nessenreben mitgenommen werden möchten, steht schon. Allerdings landet man dann dort noch vor verschlossenen Türen. Denn anders als ursprünglich geplant hat die Stadt Weingarten am vergangenen Samstag nicht die Badesaison eingeläutet. Schuld sind das Wetter und die verhältnismäßig kühlen Außentemperaturen, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die kühlen Außentemperaturen verzögern den diesjährigen Saisonstart des Weingartner Freibads Nessenreben. Ursprünglich war hierfür der 19. Mai vorgesehen. Aufgrund der angekündigten Wetterlage stehen daher das Hallenbad und die angrenzende Saunalandschaft Badegästen weiterhin zur Verfügung. Blickt man über Weingarten hinaus in die Region, sieht es da ganz anders aus. Die Freibäder in Friedrichshafen, Biberach, Tuttlingen und Ravensburg haben bereits seit Anfang bzw. Mitte Mai geöffnet. Und auch Weingarten wäre eigentlich für die neue Saison gerüstet. So wurde hier im Winter zum Beispiel ein neuer Abenteuerspielplatz eingerichtet und im Bereich der Tischtennisplatten und der Tischkicker die Fliesen mit einem Anti-Rutsch-Belag erneuert. Auch für Vielschwimmer gibt es Neuerungen. Wie vom Gemeinderat beschlossen, werden erstmalig ab der neuen Freibadsaison sogenannte Familienkarten und Saisonkarten für Kinder und Ermäßigte für das Freibad Nessenreben angeboten. Diese Karten gelten für die gesamte Dauer der Badesaison im Freibad. Da es keinen Bus zum Freibad gibt, ist auch das Badebänkle neu. Wann das allerdings genutzt werden kann, steht noch nicht fest. Einen neuen Eröffnungstermin konnte die Stadtverwaltung nicht nennen. Man werde aber zeitnah darüber informieren. Zu den Kurznachrichten. Das Helios-Spital in Überlingen schließt von heute bis Juli den Kreissaal. Grund ist ein akuter Personalmangel bei den Hebammen, wie das Spital meldet. Von diesen seien drei gleichzeitig schwanger, weshalb die Dienste nicht mehr rund um die Uhr abgedeckt werden könnten. Nachbarkliniken wie das Klinikum Friedrichshafen stellen sich bereits darauf ein, die Geburten zu übernehmen. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Der Landkreis Biberach steht momentan an der Spitze im Land Baden-Württemberg. Denn dort liegt die Arbeitslosenquote für April bei 2,1%. Damit herrscht im Kreis Biberach quasi Vollbeschäftigung. Im April gab es im Kreis insgesamt 2214 offene Stellen. Laut Matthias Auch, dem Leiter der Agentur für Arbeit Ulm, ist der Arbeitsmarkt in Biberach derzeit sehr aufnahmefähig. Vor allem im Fachkräftebereich sind dringend qualifizierte Mitarbeiter gesucht. Einen großen Bedarf gibt es im Baugewerbe, im Handel und auch im Sozialwesen. Nur noch gut 30 Tage, dann erlebt Biberach seinen ersten Bürgerentscheid seit 1982. Es geht dabei um die Frage, ob das sogenannte Pestalozzi-Haus erhalten und saniert werden soll oder nicht. Stimmberechtigt sind dabei rund 25.800 Biberacher Bürger ab 16 Jahren. Sie erhalten in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigung von der Stadtverwaltung. Wie bei anderen Wahlentscheidungen ist auch beim Bürgerentscheid eine Briefwahl möglich. Diese kann per Post oder online bei der Stadt beantragt werden. Wer seine Stimme nicht am 24. Juni, dem Tag des Bürgerentscheids, abgeben kann oder will, hat dazu jetzt bereits im Biberacher Rathaus die Möglichkeit. Bei Öffnungszeiten nachgebessert. Das Naturfreibad Ziegelweiher in Ochsenhausen hat wieder länger geöffnet. Von 10 bis 14 Uhr können Badegäste bis auf Weiteres dort schwimmen. Bislang hatte das Bad lediglich zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet, was für Kritik seitens mancher Bürger sorgte. Hintergrund ist, dass die Stadt nur einen Bademeister hat. Und ohne Aufsicht darf in dem Naturfreibad aus rechtlichen Gründen niemand sein. Laut Verwaltung ist es jetzt gelungen, stundenweise weitere Mitarbeiter als Aufsichtspersonen zu engagieren. Dennoch ist die Stadt weiter auf der Suche nach einem zweiten Bademeister bzw. Hilfskräften, um die Problematik dauerhaft zu lösen. Kampf um die Schule. Der Werkrealschule in Eichstätten droht das aus.
Zum zweiten Mal in Folge haben sich zu wenige Kinder für die 5. Klasse angemeldet. Angesichts kommender starker Jahrgänge und immer mehr Neubürgern wehrt sich die Gemeinde gegen die Schließung. Eltern haben im Ort mehr als 600 Unterschriften für den Erhalt gesammelt. Die Listen übergaben sie nun vor einer Gemeinderatssitzung dem CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Hase. Er werde mit Kultusministerin Susanne Eisenmann über den Fall reden, versprach Hase. Er sagte aber auch, dass er wenig hoffnungsvoll sei. Bürgermeister Dietmar Lohmüller bezeichnete die geringen Anmeldezahlen als Abstimmung mit den Füßen. Diese tue weh, sei aber zu akzeptieren. Rathaus-Schnupperangebot dauert bis Herbst. 2 Dutzend Radfahrer testen derzeit das Fahrradparkhaus am Ravensburger Bahnhof auf Herz und Nieren. Begonnen hat das 2-monatige Schnupperangebot im April. Eigentlich sollte es bis Mai dauern. Doch die Technischen Werke Schussenthal, Betreiber des Rathauses, wollen das Schnupperangebot nochmals verlängern, voraussichtlich bis September. Bis dahin können Interessierte das Parkhaus für umgerechnet 6,25 Euro pro Monat nutzen. Donau in Tuttlingen wieder aufgestaut. Die Stadt Tuttlingen hat vom Landratsamt die vorläufige Erlaubnis bekommen, die Donau in der Innenstadt wieder aufzustauen. Allerdings darf der Aufstau nicht mehr wie bisher 2,50 Meter betragen. Das Wehr muss um 25 Zentimeter tiefer angehalten werden. Damit wäre das der erste Schritt, um die Vorgaben vom Landesumweltministerium und Regierungspräsidium Freiburg umzusetzen. Diese pocht auf eine Stauhöhe von 1,50 Meter. Um die Bäume entlang des Flusses nicht zu gefährden, soll das Absenken in Etappen erfolgen. Willkommen zurück im Journal, liebe Zuschauer. Ans Nordkap für den guten Zweck. Das ist das Rallye-Abenteuer des Argenbühler Teams Lederhosen Express. 7500 Kilometer quer durch skandinavische und baltische Länder ganz ohne GPS und mit 20 Jahre alten Autos fahren sie dafür bei der Baltic Sea Rallye. Ziel dieser 16-tägigen Tour ist es, Spenden und Hilfsgüter für verschiedene soziale Einrichtungen zu sammeln und teilweise vor Ort schon abzuliefern. Wir waren mal bei einer Probefahrt dabei. Was uns genau erwartet, wissen wir noch nicht. Wir werden erst kurz vorm Start ein Roadbook bekommen, wo unsere Aufgaben beschrieben sind. Und anhand dieses Roadbooks wird die Rallye gefahren. Keine Autobahn, keine Mautstraßen, sondern wirklich nur Offroad und kleinere Landstraßen. Insgesamt sind es dann ca. 7.500 Kilometer. Aber wir müssen immer erst noch nach Hamburg kommen, möglichst ohne Schaden. Und jetzt machen wir natürlich die Testfahrt, hätte ich fast vergessen, darum sind wir eigentlich ja hier und wollen einfach hier durchs Allgäu ein bisschen durchräubern oder wie auch immer. Es ist eine spannende Strecke, es ist Offroad dabei, also so wie wir es euch dann auch erwarten werden im Norden Skandinaviens. Und uns freut es uns natürlich auf die Landschaften, die unglaublich sind. Nordkap, oben nach Russland, Murmansk rein, also es kriegt man nicht alle Tage. Man kommt eigentlich nie wieder hier so weit oben nach Russland, über Murmansk, St. Petersburg, kommt man eigentlich nicht hin mit dem Auto. Lache! Ja, es ist so, dass wir 2 Hilfsprojekte unterstützen. Zum einen hier in der Region des Kinderhospiz in Krönenbach, wo die Spendengelder, die wir jetzt einsammeln, hinkommen. Und zum zweiten die Kinderhilfe in Litauen. Im Zuge der Rallye fahren wir durch Litauen und bringen direkt unsere Hilfsgüter dann an. Wir haben 2013 die Orient Rallye gefahren. Im Herbst hat man gesagt, komm, jetzt wäre es eigentlich wieder mal fällig. Es ist weitgehend die alte Truppe aus 2013, sind 2 neue Fahrer mit dabei. So ist es dann entstanden und gesagt, okay, klar, machen wir nochmal. War so gut in 2013 und jetzt gehen wir einfach in den Norden, nicht in den Süden. Also im Prinzip ist es ein BMW, ein Touring, den Sie hier im Hintergrund sehen, dann ein Fiat Ulysse Kastenwagen und ein Audi A6. Sie werden ausgestattet mit Dachboxen fürs Material und um die Hilfsgüter zu transportieren. Und hinten sind Liegeflächen drin, weil wir ja nicht in Hotels übernachten, sondern nur in den Wagen. Also praktisch wildes Campen in unseren Autos. Wir werden selbstverständlich auch mit Lederhosen fahren. Wir nehmen auch das Allgäu ein Stück weit mit der Kulisse, mit dem Hintergrund auf den Autos und stehen da dazu.
Der Sommer ist die Jahreszeit der Musikfestivals. Und ein weiteres ist am vergangenen Wochenende in Hertwangen-Schönach geboren worden. Eine Liebe heißt es. Meine Kolleginnen Theresa Gnann und Laura Kais haben es für uns besucht. Zwischen Feldern und Wiesen feiern am Wochenende 1500 Musikfans beim neuen Festival Eine Liebe. Das Line-up ist bunt. Von Hip-Hop und Rap über elektronische Musik bis Rock gibt's alles zu hören. Nur Mainstream soll's nicht sein. Das Konzept geht auf. Alle Tickets sind im Vorfeld verkauft. Ich finde einfach die Stimmung ganz cool, die Leute sind alle cool drauf. Stimmt, ja. Dadurch, dass es so klein ist, so ein bisschen familiär, ist eigentlich auch ziemlich cool. Alle sind nett. Wir finden es geil, aber die Acts könnten besser sein. Aber mal schauen, was das nächste Jahr bringt. Auf jeden Fall geiles Festival, coole Leute und ich würde schon sagen, es ist echt gelungen. 90 Helfer arbeiten beim Eine Liebe mit, ehrenamtlich. Auch das Festival ist nicht gewinnorientiert, sondern soll sich nur selbst tragen. Morgens Kraft tanken auf dem Campingplatz oder kreativ austoben an der Klebewand. Ab 14 Uhr feiern die Besucher dann an der Bühne oder im DJ-Zelt. Auch dabei Singer-Songwriter Tommy Haug. Er hat hier in Hertwangen Heimspiel. Auf der Bühne, da haben wir es heute krachen lassen, das war ziemlich schön. Die Atmosphäre hier ist schön, das ist so, das ist wirklich nach dem Motto eine Liebe, jeder versteht sich, das ist schön. Hinter dem Festival steht der Verein Kartell der Liebe Göggingen. Der hat sich zum Ziel gesetzt, ein neues regionales Festival auf die Beine zu stellen, nachdem das beliebte No-Stress-Festival im vergangenen Jahr zum letzten Mal stattgefunden hat. Viele der No-Stress-Organisatoren bringen auch hier ihre Erfahrung mit ein. Das Eine-Liebe-Festival tritt damit in die Fußstapfen des No-Stress und soll trotzdem etwas ganz Neues sein. Wenn ganze Horden von selbstgebauten Rennautos über das Friedrichshafener Messegelände flitzen, dann sind wieder mal die Studententeams des ZF Racecamps am Werk. Als Vorbereitung für die Saison machen die Teams traditionell Stationen am Bodensee, um ihre Fahrzeuge nochmal auf Herz und Nieren oder vielmehr auf Motor und Bremsen zu testen. Einmal im Jahr wird das Friedrichshafener Messegelände zum Rennparcours. Beim ZF Racecamp testen rund 600 Studenten aus Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Italien und der Schweiz ihre selbstgebauten Rennautos. Bevor es auf der Teststrecke an die Probefahrt geht, wird in den Hallen fleißig getüftelt und geschraubt. Die richten quasi ihre Werkstatt, die sie ansonsten zu Hause haben, hier in der Messe in Friedrichshafen mit ein. Und dann arbeiten sie rund um die Uhr. Mein Vergnügen ist es dann immer, abends um 24 Uhr die Studenten aufzufordern, jetzt endlich mal ins Bett zu gehen. Die würden durcharbeiten. Zum zweiten Mal gehen auch fahrerlose Autos an den Start. In diesem Jahr sind es insgesamt 26 Fahrzeuge in der sogenannten Driverless-Klasse. Auch Rennwagen mit Elektroantrieb sind immer mehr im Kommen. Mit einem E-Auto geht auch das Friedrichshafener Team von der DHBW Ravensburg an den Start. Der Wettbewerb zwischen den Teams steht beim Racecamp für die Studenten jedoch nicht im Vordergrund. Klar, auf den Events ist dann immer die Konkurrenz, man möchte halt schon gewinnen oder besser sein als die anderen. Es ist aber doch immer ein sehr großer Teamspirit dabei. Also es laufen immer Menschen rum, die irgendwelche Sachen brauchen, weil sie es selber vergessen haben mitzunehmen. Und da wird dann bei anderen Teams auch immer geholfen, sofern es möglich ist. Also es ist im Prinzip wie eine große Familie eigentlich, kann man sagen. Dennoch gibt es eine Jury beim Racecamp, die die selbst konstruierten Fahrzeuge immer wieder ganz genau unter die Lupe nimmt. Und auch auf Managementfähigkeiten sowie eine stimmige Kostenkalkulation kommt es an. Anfang August wird es dann ernst, denn dann geht es zum Rennen nach Hockenheim. Und was zum Thema Sport sonst noch in unserer Region passiert ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Ravensburg Razorbacks haben das Spitzenspiel in der German Football League 2 Süd in Nürnberg klar gewonnen. Durch das 49:29 bei den Rams sind die Razorbacks an die Tabellenspitze gestürmt. Für Coach John Gilligan hatte der Sieg haarige Konsequenzen. Er hatte seinen Schnauzer verwettet, sollten die Razorbacks in Nürnberg gewinnen. VfB trennt sich von Spielern. Thomas Kotschan und Martin Atanasov verlassen die Häfler Volleyballer. Zuspieler Kotschan wechselt zu den Ligakonkurrenten Powervolleys Düren. Atanasov zieht es in Richtung Frankreich. Nach dem Karriereende des Kapitäns Simon Tischer verlassen somit beide Häfler Zuspieler den VfB. Trainer Vital Heinen rechnet aber mit Kotschans Rückkehr. Wenn nicht als Spieler, dann als Trainer. Denn laut Heinen versteht Kotschan Volleyball besser als jeder andere in seiner Mannschaft.
Die Fußballer des SV Bubsheim haben am Pfingstmontag den Heuberg-Wanderpokal in Egesheim gewonnen. Der Pokalverteidiger rettete sich allerdings erst durch ein spätes Tor zum 1:0 in der Nachspielzeit gegen die SG Dürpheim-Mallstetten ins Finale. Im Endspiel waren die Bubsheimer dann überlegen und besiegten den SV Renkwisshausen mit 4:1. Das Heuberg-Wanderpokalturnier hatte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer angelockt. Erik Monin und sein fünfköpfiges Albert Riede Swiss Team sind zum zweiten Mal nach 2017 Sieger des Match Race Germany in Langenargen. Die Schweizer gewannen das Finale gegen den Polen Karol Jablonski mit seiner Crew vom Bodensee mit 3:0 bei leichtem Südwind am Montagnachmittag. Schon die Vorrunde der 12 Teams aus 9 Nationen, in der jeder einmal gegen jeden segelte, hatte Monin mit 9 Siegen aus 11 Rennen gewonnen. Willkommen zurück. Unter dem Motto Hashtag Road to Waldau waren die Teams aus dem Württembergischen Fußballverband in den DB Regio WFV-Pokal gestartet. 6-mal konnten dabei der Verbandsligist TSV Ilzhofen und der Regionalliga-Vertreter Ulm gewinnen. Demzufolge standen beide verdient im Finale vor einer richtig tollen Fußballkulisse. Die Ulmer Fans haben es schon vor dem Finale signalisiert. Der letzte Pokalerfolg liegt schon 21 Jahre zurück. 90 Minuten später ist der Jubel dementsprechend grenzenlos. Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt nach 1997 endlich wieder den Verbandspokal und ist mit 8 Titeln alleiniger Rekordpokalsieger in Württemberg. Es ist was ganz Besonderes. Ich bin ja auch schon jetzt mein ganzes Leben in dem Verein. Und ich weiß, was es bedeutet für die Stadt, für die Fans, für den ganzen Verein einfach. Es ist einfach unglaublich. Wir sind überglücklich. Es ist ein Fußballfest bei traumhaften äußeren Bedingungen. Der Verbandsligist TSV Ilzhofen hat jede Menge Fans mobilisieren können. Und der Traditionsclub aus Ulm wurde wie gewohnt lautstark von seinen Fans unterstützt. Insgesamt sind fast 4000 Fußballfans gekommen. Den Sensationssieg vom damaligen Landesligisten Dorf Merkingen im Kopf hofft vielleicht auch Nationalspieler Timo Werner kurz vor der WM auf eine kleine Sensation. Doch der Favorit aus Ulm macht das, was Ilzhofen tunlichst verhindern wollte. In der 9. Minute erzielte Johannes Reichert mit einem Distanzschuss das 1:0. Ein Schock für Ilzhofen um den Spielertrainer Ralf Kettemann. Die erste Chance für den Außenseiter durch einen Freistoß. Aber Ulm zeigt dagegen von Beginn an, dass man den Verbandsligisten ernst nimmt und erhöht in der 30. Minute durch den Abstauber von Steffen Kienle auf 2:0. Noch vor der Pause dann eigentlich schon so etwas wie die Vorentscheidung. Nach einer unglücklichen Ilzhofener Kopfballverlängerung ist wieder Steffen Kienle per Kopf da, 3:0. Man hat gesehen, dass ein Drittligist gegen Ilzhofen 2:0 verlieren kann und da war uns bewusst, dass im Finale alles möglich ist und wir haben das Spiel als Highlight auch ausgerufen der Saison und haben es total ernst genommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ulm verteidigt in der zweiten Hälfte das Ergebnis. Ilzhofen spielt gefällig nach vorne, wird aber leider nicht mit dem Ehrentreffer belohnt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, was hier jetzt abgegangen ist und aufgrund der zweiten Halbzeit, ja, wo man gegen tiefstehende Ulmer, würde man sagen, ja, nicht weniger Torchancen als Ulm, die dann nur kontern konnten, rausgespielt haben. Deswegen sehe ich uns schon auch ein bisschen als Gewinner, aber klar, so ein Ding will man gewinnen. Ja. Jetzt kann sich der Verbandsligist ganz auf die Liga konzentrieren. Der Aufstieg in die Oberliga ist ja noch möglich. Ja, jetzt wissen wir, dass wir noch einiges machen müssen, um da in der Liga vorne dran zu bleiben. Wir haben alles in der eigenen Hand. Ich denke, wenn wir die letzten 4 Spiele jetzt gewinnen, dann ist da noch einiges möglich. Und die anderen müssen erstmal nachziehen. Ganz andere Pläne hat dagegen der SSV Ulm. So wie ich das mitbekommen habe, geht morgen ein Flieger nach Mallorca und da werden wir mit der Mannschaft noch ein bisschen feiern. Der Verbandspokalsieg 2018 und der Einzug in den DFB-Pokal. Was für ein Geschenk an Cheftrainer Tobias Flitsch, der nach der Sommerpause die Stuttgarter Kickers übernimmt. Einfach nur geil. Es gibt dann also tatsächlich nichts Besseres. Dass es auch noch hier jetzt nicht in meiner Wirkungsstätte ist, natürlich toll. Das freut mich natürlich. Der Finaltag der Amateure mit bundesweit 21 Spielen, die live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Werbung für den Amateursport. Im kommenden Jahr findet das Finale dann am 25. Mai im Gazi-Stadion statt. Das sollte sich der Fußballfan schon mal vormerken. Zurzeit stellt das Stadtmuseum in Lindau Werke des Malers August Macke aus. Wie das Museum mitteilt, sind seit der Eröffnung Ende März bereits über 20.000 Besucher gekommen. Gezeigt werden 44 Aquarelle und Ölgemälde der klassischen Moderne. Und das noch bis Ende August. Und was es sonst noch zu sehen gibt, das sehen Sie nun in unseren Freizeittipps.
Das Museum Humpis-Quartier präsentiert aktuell die Ausstellung Die Humpis in Avignon. Die Ausstellung setzt sich anhand ungewöhnlicher Objekte aus Museen und Sammlungen Frankreichs, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit der Handelstätigkeit der Humpis-Familie in Avignon auseinander. Nach dem Umzug der Päpste von Rom nach Avignon im Jahr 1309 gründete auch die Ravensburger Handelsfamilie Humpis dort eine Niederlassung. Wie die Humpis über Avignon mit dem damaligen Luxusgut Zucker enorme Gewinne erzielten und warum die Geschäfte zusammenbrachen, können Sie jetzt im Museum Humpis-Quartier erfahren. Der Fotograf Christoph Oeschger hat seine ganz eigene Herangehensweise, eine Geschichte über die Flüchtlingsthematik zu erzählen. Sein Fotoprojekt mit dem Titel They've Made Us Ghosts ist derzeit im Kunstverein Friedrichshafen zu sehen. Entstanden sind die Fotos im Flüchtlingscamp von Calais. Der Blickwinkel, den Oeschger gewählt hat, ist ungewöhnlich, denn keine der porträtierten Personen blickt direkt in die Kamera. Stattdessen bleiben sie dem Betrachter abgewandt. Der Fotograf verzichtet bewusst auf das Spiel mit Emotionen. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. Juni geöffnet. Friedrichshafen ist die Wiege vieler technischer Entwicklungen. In der Ausstellung Innovationen – Zukunft als Ziel gibt das Zeppelin-Museum einen Überblick über die technischen Entwicklungen, die ihren Ursprung am Bodensee haben. Dabei blickt die Ausstellung nicht nur auf Graf Zeppelin und seinen Konzern, sie nimmt auch aktuelle Trends auf. So stellt die Firma ZF ihre Forschung zu autonomen Fahren vor und Rolls-Royce Power Systems präsentiert seine Hybrid-Dieselmotoren. So wie wir es uns wünschen, war es heute Morgen. Sonnig. Da konnten sich auch die Wasservögel auf dem Bodensee ausgiebig ihrem Fiederkleid widmen. Mittags wurde es dann vereinzelt bewölkt. Und so ähnlich sieht es morgen wohl auch wieder aus. Mehr dazu verrät uns jetzt Kai Zorn. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es momentan mit Hochs über Nordeuropa zu tun und Tiefs über Südeuropa und die Nerven, glauben Sie es mir, die Urlauber hier, gerade rund um Italien und den Balkan. Hier fällt immer wieder Regen und ein bisschen was dieser Feuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum lupft über die Alpen und kommt zu uns in Form von Schauern und Gewittern. Die Hochs hier über Nordeuropa bleiben und dieses Tief hier vor der Iberischen Halbinsel wird am kommenden Wochenende trockenere und noch wärmere Luft zu uns pumpen. Jetzt geht es aber erst einmal wechselhaft durch den Mittwoch schon. In den Frühstunden haben wir dichte Wolken, daraus fällt noch Regen, dann lockern die Wolken auf, später entstehen neue Schauer und Gewitter. Je nach Sonnenscheindauer sind es 20 bis etwas über 25 Grad und tendenziell ist es im Norden Baden-Württembergs am freundlichsten. Rund um den Bodensee ist es ein wolkenreicher Tag mit sonnigen Phasen zwischendurch. Immer wieder kommt es zu Schauern und Gewittern. Vor den Schauern und Gewittern sind es über 20 Grad, danach um und unter 20 Grad. Und dann geht der Trend nur noch nach oben. Auch am Donnerstag sind noch ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Am Freitag klingen die ab und von da an ist es meist strahlend sonnig, oft wolkenlos. Schauer und Gewitter sind die absolute Ausnahme. Vielleicht kann es mal ein Hitzegewitter geben. Hier werden zwar 26, 27 Grad gezeigt, aber das sind die Computerdaten. Tatsächlich werden wir um und über 30 Grad bekommen. Vielen Dank, Kai. Dann können wir uns ja eigentlich schon wieder direkt aufs Wochenende freuen. Und das war es auch schon wieder mit dem Journal für heute. Morgen begrüßt Sie dann wieder mein Kollege Stefan Kühlein an dieser Stelle. Einen schönen Abend für Sie. Machen Sie es gut. Tschüss.